So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Edition Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part haben wir den Turm der Ruhenden mal erforscht, durchsucht und ich habe vergessen, meine Pokémon zu heilen. Das ist nicht gut. Und ja, in diesem Part werden wir in die Trostu-Ruinen gehen, wo wir Inkognitos und so weiter finden. Und ich habe es ja im letzten Part schon mehr oder weniger angedeutet, dass wir jetzt da hingehen und wir werden da auch ein Inkognito fangen, wohl oder übel, ne? Aber nun gut, lassen wir das und auf zu den Trostruinen, genau. Gut, also erstmal von hier oben. Ich will aber erstmal in das Haus hier, bam, bam, und dann ab ins Haus, ab ins Haus. Okay, was hier? Nee. So ein kleiner Junge. Ach, was verspreche ich mich heute? Geht ja gar nicht. So ein kleiner Junge, hier irgendwo gab uns ja mal einen Stickerkoffer, beziehungsweise mir, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich das als Let's Play und so, bla bla bla. Und wieso leckt das so hässlich? Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Okay, nicht in das Haus rein, Mensch. Das Kind nicht in das Haus. Ah, wie ich hier feine. Ist ja noch schlimmer als bei ZLP. Gut, jetzt hier runter und das müsste dann hier sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, ich glaube, das war hier. Ich wollte dir meine Sticker geben, Stickerkoffer. Ich wollte dir meine Sticker geben, aber du hast keinen Stickerkoffer. So, Mutter sprechen. Hallo. Hallo, Stickerkoffer. Oh yeah, bitch. Wir haben einen Stickerkoffer erhalten. Ob wir diesen benutzen werden, ist aber eine andere Sache. Gucken wir mal halt, ne? Und ich habe mir jetzt hier ein Glas Wasser hingestellt, weil wenn der Mund jetzt ein bisschen trocken wird, dann wird das Let's Play ein bisschen beeinträchtigen. Deswegen, ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich ab und an mal einen Schluck trinke. Und gut, hier können wir auch nichts mehr tun. Ich würde dann sagen, wir gehen jetzt auf zur Ruine und holen uns sein Inkognito und, naja, ein paar Items, ne? So, hier runter. Uno, dos. Fast des. Des. Uno, dos, tres. So, nicht tes. Nee, nix tes. Nichts. Interessant. Absolut. Gar nichts. Ein Wanderer. Okay, was geht nach vorne? Yuki, von die Purba. Wollte ich einen Spitznamen geben. Wo war nochmal der Namensbewerter? Dingsabums da. Vergessen, ich glaube. Also, ich glaube, einer meiner Abonnenten meinte, dass Namensveränderer, Namensbewerter, wie auch immer, dass der in. Wie genau ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, ein Kleinschein Level 19. Ich würde sagen, eine schöne Kugelsaat-Attacke direkt in die Fresse von Kleinschein. Man muss sich das mal so angucken, ne? So als Außenstehender. Wie sieht das aus? Ein Stein mit Armen, zwei Augen, einem Mund, und das Viech schwebt. Ich meine, what the fuck? Ein Kleinschein, ey. Das ist echt voll die. Ja, freakige Idee, würde ich mal sagen, ne? Ist schon eine krasse Sache. Okay, was kommt jetzt? Bronze, da kann ich gar nicht leiden. Locker werden wir wegen diesem Pokémon oder der Weiterentwicklung irgendwann unser Panpyro verlieren. Ich wette damit mit euch, ey. So wie das Viech aussieht. Diese Augen. Ah, alles böse. So, jetzt mal einen Schluck trinken. Mein Hals tut mir weh. Ja, aber ich muss halt auf Vorrat aufnehmen, weil bald ist Schule und ich will euch trotzdem täglich mit Inkognito, ja geil, täglich mit Parts, ja, überhäufen, sage ich jetzt einfach mal. Und, fünfmal getroffen, Kraftreserve, wie zieht das ab? Okay, Beute, bitte lass es reingehen. Nicht Primierball, wir nehmen den Superball. Inkognito ist auf Level 29. Badaboom! Inkognito wurde gefangen. Damit kann ich aber nicht wirklich was anfangen. Inkognito, Symbol. Größe 0,5 Meter, Gewicht 5 Kilo. Sind sie zu zweit oder mehr, entsteht eine eigentümliche Kraft. So sagt man zumindest. Möchtest du dem Inkognito einen Spitznamen geben? Ich glaube, das ist Inkognito P. Deswegen heißt es P.
Gut, P wurde in Boxhimmel. Oh ne, nicht im Boxhimmel, dann muss ich gleich rausholen. Okay, war ich hier unten? Yay, Wasserstein gefunden. Ob wir das brauchen können in diesem Netz 2, ist aber eine andere Sache. Gucken wir mal hier. Nee, leider nichts. Hätte ja sein können, dass im Stein was versteckt wäre oder so. Mal hier. Woo, immer weiter runter. Woo. Yay, Donnerstein. Ja, Donnerstein, Wasserstein, was fehlt? Blattstein, genau. So, aber erstmal hier runter und ein weiteres Inkognito. Ich glaube, das ist Inkognito I. Ich glaube schon, sicher bin ich mir nicht. Okay, hier ist nichts. Würde ich sagen, gehen wir hier hin und dann schauen wir mal. Wo war diese hässliche VM? Geht ja gar nicht, ich finde hier gar nichts, ey. So, wir gehen jetzt einmal hier runter und badaboom, VM5, auflockern. Blablabla. Ja, ich verspreche mich hier dauerhaft. Schräg, Rauch. Okay, wofür war das nochmal? Ich hab's vergessen, verdammt. Hirntafel, versteckt Psycho-Attacken, glaube ich. Und man kann dieses Item halt auch dem legendären Pokémon Arceus. Ich wollte gerade Arceus sagen, aber das wäre jetzt falsch ausgesprochen. Das Viech heißt ja Arceus. Wenn nicht, dann korrigiert mich. Ja, ja, die Pokémon-Namen, ne? Schrägrauch. Ein Item dieser exotischen Duftkraft verstärkt Attacken vom Typ Psycho. Geben wir dann Trassler. Bald, ja. Und, ja, hier gab es, glaube ich, noch einen Sonderbonbon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doof, wa? Okay, jetzt nichts mehr. Aber den Großteil hier haben wir schon mal geholt. War es schon hier oben? Ja, war ich schon. Aber da oben war ich, glaube ich, noch nicht. Doch, war ich. Okay, dann gehen wir hier hoch und dann, ja, ich würde sagen, noch weiter hoch, ne? Wieso eigentlich nicht? Noch ein bisschen. Nee, perfekt, Digga. So. Oh, verdammt, falsch. Nicht perfekt, nichts perfekt, Digga. Nichts perfekt. Hierhin? Feuerstein, perfekt. Ah ja, Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Feuerstein, Blattstein. Sonst gibt's noch diese ganzen Leuchtsteine und so weiter, aber die brauchen wir jetzt nicht. Okay, ich würde sagen, scheiß auf den Pokéball, der da ganz, ganz oben vor sich hin, ja, vergammelt. Aber den Pokéball, der hier ist, den hole ich mir noch. Komme, was wolle. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt ein paar Superschutz und gehen zu den Turm der Ruhenden, zu den Geister-Pokémon. Und ja, dann einfach mal gucken, VM auflockern benutzen. Dann mal schauen, was passiert, ne? Lucia hat AP Plus gefunden. Oh, fuck yeah. Wir können ja die armen alten Omis da oben nicht mit ihren Problemen alleine lassen, ne? Das wäre nicht gentleman-like, nein. Ganz und gar nicht. Okay, willkommen im Pokémon Center. Was kann ich tun? Super Shots. Wir holen uns jetzt einfach mal 6 Stück, man weiß ja nie. Und ja, ja, kaufen. Pokémon Superball, Super Trank. Ich würde sagen, ein paar Superbälle noch. Ja, 4, scheiß drauf. Ja, eine Sache würde ich mir noch kaufen. Ich weiß aber noch nicht, ob es die Dinger hier gibt. Finsterball, doch. 5 Stück, die gehören jetzt uns und so viel dazu. Das war's hier. Gut, jetzt gehen wir schnell zu den Turm der Ruhenden. Ob ich es nötig habe, das Pokémon zu heilen? Ich weiß ja nicht. Wer ist schlau, wer ist nicht schlau? Verdammt, Zwickmühle, ey. Komm. Hier, Sicherheit geht vor. Auf zum Pokémon Center, da haben wir jetzt die Pokémon und dann jetzt endlich zu den Turm der Runden und was uns da erwartet, ich weiß es selber nicht mehr genau. Aber naja, nun gut, ist ja jetzt auch nicht so tragisch, ne? Und laggen. Nein, Alter. Nicht komm bald wieder, nichts komm bald wieder. Ich komme hier nie wieder hin. Doch, bestimmt.
Na, die arme Schwester Joy ist überall gleich. Mann, ich hab jetzt 2-3 Parts hier in Trostu verbracht und nee, das ist nicht gut. Ja, Professor Ei besagt viel Beute. Super Shots. Einsetzen. Und dann. Auf nach oben. Das geht jetzt ja relativ schnell, würde ich sagen. So und so, jetzt aber auflockern. Auflockern, einsetzen. Auf Aero. Ja, was soll jetzt vergessen werden? Ruckzucki, Flügelschlag. Och, ich weiß es nicht. Was würdet ihr sagen? Ruckzucki kann man dann und wann mal gebrauchen. Ne, komm, Ruckzucki kann weg und auflockern wurde erlernt. Beutel, Pokémon, nix Beutel. Meine Pokémon sind doch nicht in meinem Beutel drin. Geht ja gar nicht. So, auflockern. Jetzt müsste der Nebel langsam aber sicher verschwinden. Was er auch tat. Oh yeah. Bin ich cool oder was? Und, ja. Ja, immer wieder neu einsetzen, auflockern. Ja, nee, ist klar, ne? So, hier war das, ne? Beutel. Auflockern. Pokémon, sorry. Auflocker. Aero setzt auf locker. Oh, der Nebel hat sich gelichtet. Somit sind auch meine Zweifel. Nimm dies als Geschenk. Bandsticker. Diese Lamina. Es ist schwer zu sagen, was in ihr vorgeht. Aber sie ist ein sehr einfühlsames Weh. Sie kommt öfters hierher. Lass mich deine Abreise von ihr wählen. Schutzband und, so, jetzt gucken wir mal, was die zwei Dinger können. Ich habe es jetzt nicht mehr so gut im Kopf, deswegen wäre es nicht verkehrt, mal nachzuschauen. Ein Item zum Tragen. Fieser, unheimlicher Sticker, der Attacken von Typ Geist. Ein Item zum Tragen, reduziert Begegnungen mit wilden Pokémon, wenn der Träger an erster Stelle steht. Okay, geht ja. Ne, kann man ja vielleicht gebrauchen. Ich will jetzt noch nichts sagen, aber kann man vielleicht gebrauchen. Gut, den Part werde ich jetzt gleich auch beenden. Nur das mit Krupuk will mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf gehen. Ich könnte jetzt schnell googeln, was ich höchstwahrscheinlich mache, denn ich habe es vergessen, ganz ehrlich. Wie habe ich Krupuk nochmal gesehen? Krupuk. Naja, wisst ihr was? Erstmal hier raus und dann pausiere ich kurz die Aufnahme und suche dann Krupuk. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Hier auf PokeWiki stand, dass man im Untergrund irgendwie mit 32 Leuten sprechen muss und halt Spirit Can und so weiter braucht und das Viech dann erst ansprechen kann. Und ja, dann kommt es auf Level 25 oder so weiter. Ich glaube, ich werde das erst am Ende oder so mal machen. Glaube ich. Ja, ich glaube das, glaube ich. Okay, noch eine Nanabeere. Und, noch diese Beere. Und, ja komm, diese zwei Beeren sind auch gepflückt. Perfekt. So, neue Route, neue Abenteuer, würde ich sagen. Pokémon. Was soll nach vorne? Volipoba kann gerne vorne bleiben. Ich würde dann sagen, auf zur neuen Route. Ich werde den Part jetzt gleich auch beenden. Ich werde nur noch das jetzt schnell machen. Ne, hier erstmal weg damit. Und dann die ganzen Beeren. Wildbierbeere. Ne, Wildbierbeere, ne? Damit besaufen sich die Leute aus Pokémon hier. Mit Beeren, genau. Ja, komm. Mann, das dauert so lange. Ich schwöre, das leckt so ekelhaft. Naja, was soll man machen? Was soll man machen? Und diese eine Beere, ne? Die sich da bewegt. Also ich meine, Game Freak, jetzt ernsthaft. Zweideutiger geht es nicht, ne? Mann, ihr macht einen fertig. Gut, so viel dazu. Und jetzt das wilde Pokémon. Ein Ponyta auf Level 20. Okay, Volipoba ist definitiv hier an der falschen Stelle. Dennis, rein mit dir. Ich hoffe, dass Drachenwut das Pokémon jetzt nicht ganz zerstört. Versuchen wir es einfach mal. Perfekt. Okay, Flammenrad. Das zieht jetzt nicht wirklich viel ab. Beutel. Noch ein weibliches Pokémon. Ja, das gibt's nicht. Superball. Let's go. Klasse. Ponyta wurde gefangen.
Feuerpferd, neugeboren, kann es kaum stehen. Durch das Galoppieren werden seine Beine aber schneller und kräftiger. Möchtest du dem Ponita einen Spitznamen geben? Lass mal überlegen. Ja komm, wieso nicht? Sunny, falls ich dir den Link von meinem Dings jetzt schicke, dann fühl dich geehrt. Ja. Sunny. Kennt ihr, glaube ich, nicht. Nee. Egal. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Gleiche Welle. Ach, verdammt, ich habe wieder vergessen, eine Frage zu stellen. Aha. Ich werde das nie lernen. Ja, ohne Witz. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben und dann... Gut, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gefragt, was euer Lieblings-DS-Spiel ist. Und meine heutige Frage an euch wäre, jetzt muss ich mir irgendwas einfallen, irgendwie improvisieren. Welches Lieblings-Pokémon habt ihr in der 5. Gen? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Naja, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Matt.